Hallo ihr Lieben, heute wieder ein super leckeres veganes Rezept für euch. Und zwar machen wir einen sommerlichen Krautsalat. Der ist perfekt jetzt für die warme Jahreszeit und natürlich auch perfekt als Grillbeilage geeignet. Dafür benötigen wir insgesamt 550 Gramm Weißkohl sowie einen halben Porree. Es geht weiter mit 200 Gramm Karotten, einen Esslöffel frischen Zitronensaft sowie einen normal großen Apfel. Außerdem eine gute Handvoll frische Petersilie. Natürlich auch, wie fast immer, Salz und Pfeffer zum Würzen und Abschmecken. Einen Teelöffel Tafelmeerrettich, also kein Sahne-Meerrettich, wäre ja auch nicht vegan, sondern Tafelmeerrettich einen Teelöffel. Und einen Teelöffel Agavensirup. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker verwenden. Ich verwende Agavensirup lieber. Dann 50 Gramm vegane Mayonnaise eurer Wahl. Und 150 Gramm Sojajoghurt Natur ungesüßt. Ihr könnt natürlich auch Haferjoghurt Natur ungesüßt verwenden. Auf jeden Fall neutraler, kein Kokos, kein Mandel etc. Das würde einen anderen Geschmack ergeben. Also schon am allerbesten Sojajoghurt ungesüßt oder Hafer. Ja, das wär's mit den Zutaten. Nicht sehr viele. Der Salat geht auch wirklich super schnell. Das Einzige an Arbeit ist die ganze Schnipselarbeit mit dem Gemüse, die ein bisschen dauert. Ansonsten geht der wirklich ruckzuck. Keine große Kunst. Und ja, dann würde ich sagen, geht es los, den Salat auf jeden Fall 2-3 Stunden durchziehen lassen vorm Anrichten, also nicht sofort nach dem Zusammenmischen servieren. Der muss schon so 2-3 Stunden schön durchziehen, immer mal wieder umrühren, dann ja, entfaltet sich das Aroma und der schmeckt dann einfach himmlisch. Ihr könnt das Ganze natürlich auch am Vortag zubereiten und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Genau, aber auf jeden Fall 2-3 Stunden mindestens. Ja, und dann geht's los. Zu den Vorbereitungen. Ich habe mich versprochen, es sind 500 Gramm Weißkohl, also nicht 550 Gramm, sondern 500 Gramm Weißkohl. In der Infobox findet ihr aber die richtigen Angaben, also immer unten dran halten, was in der Infobox steht, von den Mengenangaben, von den Zutaten. So, ich habe meine 500 Gramm Weißkohl ganz fein in Streifen geschnitten. Ihr könnt auch so eine Raspel nehmen, wenn ihr so eine Raspel habt, ne? Und das durchhobeln. Ich habe es jetzt einfach mit einem scharfen Messer gemacht, schön dünn. Und ja, da gebe ich jetzt 2 Teelöffel Salz drüber. Also 2 leicht gehäufte Teelöffel Salz. Und das werde ich jetzt mit den Händen einkneten, einmassieren. Dadurch wird der Weißkohl nämlich auch weich. So, nur kurz so ein bisschen kneten. Ihr könnt richtig fest zugreifen. Und wir sieben da nichts ab. Also es wird jetzt wirklich nur eingeknetet. Dadurch ist er dann nicht mehr so steinhart. Und das restliche Gemüse kommt da einfach noch mit dazu. Und somit haben wir auch schon am Salat 2 Teelöffel Salz dran. Am Ende würzen wir das natürlich noch mit Salz und Pfeffer. Einfach abschmecken. Man merkt jetzt schon richtig, dass der elastisch wird. Schaut mal. Also der wird schon richtig schön weich jetzt. Aber das Ganze zieht ja sowieso noch 2-3 Stunden danach ein. So, das war's auch schon. Jetzt wasche ich mir kurz die Hände und kümmere mich um das restliche Gemüse. Ich habe mich ums restliche Gemüse gekümmert. Die 200 Gramm Karotten habe ich geschält und mit der Vierkantreibe hier, mit der groben Hobel bzw. Raspel, habe ich die geraspelt. Könnt ihr aber auch so schneiden, wie ihr möchtet. Also macht das, wie ihr möchtet. Ich mag das so sehr gerne in dem Salat drinnen. Den Apfel habe ich ebenso geschält und dann ja, in Stifte geschnitten. Stifte, Würfel könnt ihr auch so machen, wie ihr möchtet. Und meinen halben Porree habe ich da Länge nach einmal halbiert und dann in Halbringe geschnitten. Könnt ihr aber auch in ganze Ringe schneiden. So wie ihr möchtet. So, hier ist ja der Weißkohl, den haben wir ja schon durchgeknetet, hat sich auch schon verkleinert, seht ihr, der wird weich. Und zudem kommt jetzt, kommen die 200 Gramm Karotten, in meinem Fall jetzt hier so gehobelt. Dann der halbe Lauch und der Apfel. Also es ist wirklich ein sehr schneller Salat, ist halt nur die Schnipselarbeit hier. Und jetzt werde ich noch meine frische Petersilie, so eine schöne Handvoll, waschen und klein hacken. Meine frische Petersilie kommt jetzt auch noch dazu. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch ans Dressing machen. Für das Dressing habe ich jetzt 150 Gramm Sojajoghurt Natur ungesüßt in eine Schüssel gegeben.
Dazu kommen 50 Gramm vegane Mayonnaise eurer Wahl. Na toll, wenn was rauskommen würde. So, 51 Gramm passt auch. Dann ein Esslöffel, natürlich ohne Kerne, ein Esslöffel frischen Zitronensaft. Moment. So. Es geht weiter mit einem Teelöffel Tafelmeerrettich. Ich nehme so einen leicht gehäuften. Und einen Teelöffel Agavensirup. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker nehmen. Ich verwende Agavensirup. Und das rühren wir jetzt einmal. Und das rühren wir jetzt einmal schön. Das duftet so lecker. Da gebe ich jetzt schon mal Pfeffer rein. Ihr könnt auch gemahlenen schwarzen Pfeffer verwenden, wenn ihr da nicht so gröbere Körner drin haben wollt. Das ist jetzt hier so ein Teelöffel, sag ich mal. Müsst ihr einfach nach Geschmack jetzt abschmecken. Salz mache ich erstmal nicht. Zwei Teelöffel Salz ist ja schon dran. So, und das gebe ich jetzt nur noch hier über den Salat. Und dann vermengen wir das richtig gut mit dem Dressing. Und glaubt mir, das ist ausreichend, das Dressing. Das zieht jetzt dann schön ein. So, schön verrühren. Der Weißkohl ist ja schon nicht mehr so hart, sondern schon sehr schön weich geworden. Und ich kann es euch nur empfehlen mit den gehobelten bzw. geraspelten Karotten. Ach, schaut mal, so schön bunt, sommerliche Farben. Das sieht schon so erfrischend aus und es duftet wirklich himmlisch. So, und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, ihr könnt das Ganze jetzt abschmecken, wenn ihr den wirklich gut verrührt habt. Und dann noch Pfeffer und Salz dazugeben, nochmal durchrühren und dann würde ich euch empfehlen, also ich lasse den jetzt draußen bei Zimmertemperatur 2 Stunden stehen, bevor ich den dann serviere. Wenn ihr den natürlich am Vortag machen wollt, könnt ihr den, also wenn ihr ihn schon am Tag davor macht, für den nächsten Tag, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr den jetzt, wenn ihr den erst morgen essen wollt, in den Kühlschrank gebt und dann aber so nach 2-3 Stunden mal rausholt, durchmischt, nochmal abschmeckt. Und das war's auch schon. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, unbedingt jetzt 2-3 Stunden mindestens durchziehen lassen. Dann am Ende natürlich nochmal durchmischen und abschmecken, ob ihr noch was benötigt. Ich hatte mich, aber ihr findet ja, wie gesagt, in der Infobox die richtigen Angaben, bitte nur 1 Teelöffel Salz verwenden. Ich hatte ja den Weißkohl mit 2 Teelöffel Salz gemischt. Das war zu viel, zumindest für meinen Geschmack. Also bitte nur 1 Teelöffel verwenden zum Durchkneten und dann könnt ihr am Ende noch nachwürzen. 2 Teelöffel war jetzt doch zu viel. Ja, also 1 Teelöffel, ich schreibe es euch auch in die Infobox rein und habe es euch dann bestimmt auch eingeblendet im Video. Ja, aber ich würde mich sehr freuen, ist super, super lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren und ja, ich verlinke euch in der Infobox noch weitere Krautrezepte. Egal ob jetzt mit Weißkohl oder mit Chinakohl. Ich habe auch einen leckeren sommerlichen Chinakohlsalat. Schaut auch da gerne vorbei. Ich verlinke euch mal so sommerliche Kohlrezepte, sage ich mal. Ne? Mit Weißkohl, Chinakohl und jetzt komme ich nicht drauf, Spitzkohl. Und Spitzkohl. Also gerne mal vorbeischauen. Und ja, wenn ihr es ausprobiert habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Oder ob ihr das Rezept vielleicht schon kennt. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Deswegen lasst mir gerne eins da. Und bis zum nächsten Mal.